Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Sonntag 14 Uhr, wie immer bin ich für euch da, um euch Sachen aus der Transportwelt beizulegen, erklären, auch Sachen, die nicht so schön sind, erklären oder auch, ja, einfach, ihr seid mit dabei, wie es bei uns halt abgeht. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche und alles ist gut gelaufen. Und ihr seid jetzt schön entspannt am Wochenende. Für euch ist ja jetzt Sonntag. Bei mir ist gerade wieder, wie immer, Samstag. Ich habe gerade noch ein bisschen Büroarbeit gemacht. Ich habe vorhin noch eine Anlieferung gemacht bei der Lufthansa. Und noch was vorgeladen für einen Fahrer von mir, damit er das Montag früh nicht mehr machen muss. Ich war sowieso halt am Flughafen und habe gesagt, komm, ich habe ja sein Auto gehabt, dann habe ich auch gleich vorgeladen. Damit er schön entspannt am Montagmorgen losfahren kann und nicht erstmal am Lager warten muss, bis die Ware rausgegeben wird, weil das ist alles samstags, sonntags geht das viel schneller wie halt an einem Montagmorgen, wo jeder was haben möchte. Ja, das habe ich alles erledigt und ja, also wenn ihr mein Auge seht, das ist ein bisschen dick und glasig. Ich habe einen Gerstenkorn seit gestern da drin, das ist auch ein sehr unangenehmes Gefühl, die ganze Zeit beim Auge auf und zu machen. Es ist wie, als ob was gegens Auge schlägt. Aber naja, zwei, drei Tage, dann ist das auch wieder okay. Ich hatte das schon mal auf dem anderen Auge, auf dem rechten Auge. Aber oben, das sah dann natürlich ein bisschen anders aus wie da, weil so geht das in den Tränensack und dann passt das schon. Ja, also nicht wundern, wenn ich so ein bisschen vermatscht aussehe. Ja, im heutigen Thema habe ich wieder eine Drehjahr hier drin. Egal, hier wird nichts geschnitten, weiter geht's. Nee, im heutigen Video wollte ich mit euch über die ISO-Zertifizierung, also wir haben die ISO 9001, würde ich gerne mit euch sprechen und mit der GDP-Zertifizierung, weil das ist bei uns gerade ein aktuelles Thema. Wir haben das hier in der Niederlassung, haben wir die beiden Zertifizierungen seit einem Jahr und wir hatten diese Woche unser Audit, also da wurde einmal alles nochmal überprüft, ob alles, wie es in dem Jahr gelaufen ist. Und wir sind komplett 2021 nochmal durchgegangen. So, kommen wir erstmal zum Grund, warum haben wir ISO und warum haben wir GDP. Also, wir bräuchten, nicht jede Firma braucht das, also das kann man auch mal so sagen. Das ist GDP und vor allem ISO muss man wirklich leben. Weil ISO ist auch sehr kompliziert. Das ist nichts, was so jede Firma einfach so machen kann, weil es ist sehr, sehr kompliziert und es ist sehr strukturiert, sagen wir mal so. Es muss alles Mögliche aufgeschrieben werden, kontrolliert werden und so weiter. Was ich aber als Vorteil sehe und auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir machen die ISO 9001 2015, so heißt sie ganz genau, und die GDP-Zertifizierung. So, die GDP-Zertifizierung, damit hat es ja eigentlich alles angefangen. Wir wollten, da wir Temperaturfrachten machen und wir wollten halt mit Medizinfirmen zusammenarbeiten, also mit der, wie kann man das sagen, mit der Industrie, genau, mit der Industrie direkt zusammenarbeiten und nicht immer über Dritte und Vierte. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns den Schritt, also meiner Frau, lass uns den Schritt machen, wir machen jetzt GDP. Da wir neue Fahrzeuge, alles, das ist alles der Plan gewesen, also es ist Schritt für Schritt gemacht worden. Und dann haben wir unseren Qualitätsmanager, mit dem habe ich dann auch darüber gesprochen und dann haben wir uns geeinigt, GDP zu machen. Und er hat dann auch vorgeschlagen, pass auf, Christian, wenn ihr schon so weit seid, dann können wir auch gleich die ISO 9001 mitmachen, weil das kann man in einem Wisch machen. Da muss man nicht nochmal alles neu vorbereiten und man kann halt viel vom der ISO ins GDP übernehmen, von der GDP ins ISO, also es funktioniert gut miteinander. Ich sagte, okay, meine Frau war nicht so begeistert von dem Ganzen, weil sie meinte, ja, da müssen wir alles, ISO ist sehr schwer, da muss alles aufgeschrieben sein, sauber sein, dies, das, das, da kann man nicht mal was kombinieren oder so. Ich gesagt, nein, ich habe gesagt, wenn wir diese Niederlassung hier in Kelsterbach eröffnen, dann bauen wir da uns was richtig Schönes draus. Also, gesagt, getan. Mein Qualitätsmanager hat rumgeschaut an Angeboten. Es gibt ja mehrere Anbieter, die das anbieten. Und ja, dann hatten wir 5-6 Angebote. Und da war unter anderem der TÜV Hessen Thüringen, was für mich
Natürlich, ich sage so, für mich TÜV ist TÜV und das sowas muss einfach der TÜV machen. Und dann haben wir gesprochen, das Angebot vom TÜV war so im Mittelfeld, also es gab günstigere und teurere. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das gerne haben vom TÜV Hessen-Thüringen, weil das ist auch dann ein lokaler Anbieter. Das ist nicht irgendjemand, zum Beispiel TÜV Austria oder sonst wo. Das ist lokal, jeder kennt den TÜV. Also wenn man sagt, ist zertifiziert vom TÜV, dann ist das auch der TÜV und nicht irgendwelche, ja, 0815, schlag mich tot oder weiß ich nicht, wie auch immer. So, das haben wir dann gemacht. Dann haben wir, das war im Februar 2021, ja, die Firma, also die Niederlassung hier in Kelsterbach haben wir ja in 2020 eröffnet. Ja, auch April 2020. Ja, genau. April 2020 und dann war es genau ein Jahr, dann hatten wir uns schon mal so ein bisschen eingearbeitet und dies und das. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, lass uns das machen. Das war so gegen Februar 2021, wo wir das gesagt haben. Und dann haben wir so uns 1,5 Monate Zeit gegeben, dass wir vorbereitet sind für die Zertifizierung. So, dann hatten wir den Termin im April 2021. Dann waren hier zwei nette Männer vom TÜV, haben alles, ja, die ganze Firma auf links gedreht. Dann wurden dann auch die Zahlen. Man muss halt alles auflegen. Also man muss. Ja, man muss sich halt eigentlich nackt ausziehen vom TÜV, so gesehen. Ist wie beim Auto, wird alles kontrolliert. So, dann wurde alles kontrolliert, dies, das, das. Wir haben unsere Zertifizierung bekommen. Alles top. Und ja, dann hat man die Zertifizierung, gilt dann 3 Jahre. Aber man muss jedes Jahr ein Audit machen. Das heißt, zum Audit, dann kommt jemand vorbei, kontrolliert es nochmal, ob wir alles einhalten, ob wir so arbeiten, wie wir uns das selbst vorgegeben haben, weil wir müssen ja jetzt strikt nach einem Plan arbeiten, den wir uns ja selbst vorgegeben haben, der auch so abgenickt worden ist dann vom TÜV. Und so müssen wir uns dann dran halten, so zu arbeiten. Also die ISO ist eigentlich so, die ISO 9001:2015 ist für die Dokumentation. Also alles, wie es dokumentiert ist, sauber, auch der Fuhrpark, alles es muss einfach alles passen. So. Und GDP ist ja, das ist für die Pharmaindustrie, ohne GDP-Zertifizierung darf man nicht direkt mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten. So, deswegen, das war ja der erste Grund und dann haben wir auch die ISO dann halt mitgemacht. Und ja, nach einem Jahr hatten wir dann jetzt die Kontrolle am Mittwoch. Die ging dann auch wieder 8 Stunden. Das hieß für mich der ganze Tag eigentlich im Eimer, weil ich kann ja nichts anderes machen. Ich bin ja den ganzen Tag im Büro mit dem netten Mann, also es ist ein wirklich netter Mann gewesen vom TÜV, der auch schon beim ersten, also bei der Zertifizierung mit dabei war. Und da macht es auch Spaß, wenn man einen sympathischen Gegenüber hat, dann ist es zwar so ein Pflichttermin, aber es macht dann auch Spaß. Man kontrolliert das und ich finde dann, wenn man vor allem, wenn jemand jetzt kommt von außen, der jeden Tag diesen Job macht und jeden Tag Firmen kontrolliert und dann alles von dir vorliegen hat, es kontrolliert und sagt zu dir, es ist top. Das war nicht unser Ergebnis. Also es gab keine Mängel, es gab nichts. Also er hat nichts feststellen können, was negativ war. Keine Beanstandungen. So gesehen haben wir den TÜV bestanden mit 1 plus. Also es hat ihm wirklich, er hat auch gesagt, wir haben nachher noch mal geschrieben, wo er uns den Bericht geschickt hat. Es hat ihm auch Spaß gemacht, weil alles einfach komplett sauber ist. Ja. Und so haben wir jetzt wieder ein Jahr unsere Ruhe. Bis zum nächsten Audit im April nächstes Jahr. Dann macht man auch gleich schon wieder den Termin für nächstes Jahr. Ja, und wie sehe ich das? Wie finde ich die ISO? Ist das sinnvoll? Ich finde, wenn man wirklich sauber arbeiten möchte, es kostet natürlich auch viel Geld. Das muss man auch sehen. Also das ist nicht günstig. So, aber wenn man es dann wirklich richtig machen will und auch wirklich dann das Geld dafür hat, dann würde ich sagen, muss man machen, weil so kann ich kann jetzt einfach einen Klick machen, weil wir haben ja alles nach System. Also ich klicke auf meinen Computer, ich gucke in Dokumentation, ich kann jetzt wissen, was zum Beispiel letztes Jahr April war und so. Es ist einfach alles sauber. Es ist die TÜV-Termine der Fahrzeuge, ob das irgendwelche Inspektionen sind, alles ist gelistet, alles muss ja sauber gelistet sein, ob das Fahrerunterlagen sind, alles einfach perfekt sein. Und das finde ich, also ich finde es echt klasse, weil man kann wirklich gut arbeiten. Das ist ja, heißt ja auch, wenn man gutes Material hat, macht die Arbeit auch Spaß. Und genauso ist es mit dem
mit der ISO. Also ich finde, für mich persönlich, das war eine super Entscheidung, ISO 9001 zu machen und natürlich GDP, das war ja natürlich das Grundlegende, was wir eigentlich haben wollten. Aber ich muss sagen, ich bin top zufrieden, auch unser Qualitätsmanager, meine Frau, ich, wir arbeiten Hand in Hand und es macht dann einfach Spaß, weil es ist einfach alles sauber. Und falls mal irgendwie eine Kontrolle kommt von weiß ich nicht was, wir haben alles da, alles sauber, man braucht sich keine Gedanken machen, oh, vielleicht fehlt was oder sonst was. Nein, es ist einfach alles da. Kommt, gucken, alles gut, tschüss, fertig. Und so sollte es sein. Und wie gesagt, ich finde es super. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben, was ihr von sowas haltet, wie ihr eure Firmen. Mich interessiert auch, wenn jetzt hier irgendwelche, ja auch Transportunternehmer ihre hier mitschauen. Schreibt mal in die Kommentare, wie führt ihr eure Firma? Wie macht ihr das? Wie seht ihr das auch zu ISO oder sonst was? Wenn ihr ISO habt, bei wem habt ihr das gemacht? Und so weiter. Das würde mich wirklich mal interessieren. Naja, das sollte es auch wieder für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich wieder nächsten Sonntag. Vielleicht, wenn ich Lust und Laune habe, mache ich auch am Mittwoch ein Video. Aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel zu tun. Deswegen denke ich mal, dass jetzt weiter nur Sonntagsvideos kommen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wenn euch das gefallen hat, ein Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao, ciao.